Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich weiß nicht, was es sonst, aber wenn ich hier am Torfelsee und das ist unser erstes Mal. Und ich bin hier mit dem Bus hingefahren, mit dem öffentlichen Verkehrsmittel. Erstmal mit dem Zug von Duisburg aus über Dortmund bis nach Arnsberg und von Arnsberg aus mit dem Regionalbus bis hierhin. Und zu meiner Überraschung waren die Busse hier sehr, sehr, sehr selten. Zum Beispiel heute, am Samstag. Waren hier nur 3 Busse am Tag, wie ich so gesehen habe. Und die Unterstelle wird deshalb also so gar nicht mehr bedient. Und da ist auch schon das Ziel, nämlich der Zaubersee. Und in einer halben Stunde kommt auch schon mein Ausflugsschiff, mit dem ich mir eine schöne Rundfahrt machen werde. Erstmal bin ich hier runter, bin auch alles noch barrierefrei, populär. Bin ich runter und da ist auch schon jetzt eine Anlegestelle. Der Zaubersee ist ja so tief wie sie. Und er umfasst alle Seen hier in dieser Region Hochsauerland Kreis. Und hier darf man nur mit dem Fahrzeug fahren. Das ist auch richtig voll heute, ne? Weil es richtig schönes Wetter ist. Es ist auch richtig schön hier. Da ist auch eine so Bühne. Und da geht es über eine Rampe runter. Oder per so Treppe. Ich nehme mal die Rampe. Und hier unten kann man ja auch parken. Hier gibt es so einige Parkplätze, die hier natürlich so gebührenpflichtig sind. Und ist auch bei so Motorradfahren sehr beliebt. Und da ist der so Zoppeldamm. Auf der so anderen Seite, die ja so Zoppelsee. Und auf der anderen Seite gibt es eine wunderschöne grüne Wiese, sozusagen einen wunderschönen grünen Hang. Boah, wie tief das runtergeht. Krass. Es gibt auch ein Parkplatz hier natürlich, gebührenpflichtig. Und hier auch eine Informationstafel, wo es die Musikanlage befindet. Grillwald, Kraftwerk. Das Kraftwerk befindet sich da hinten in 158 Meter Entfernung. Schifffahrt 150 Meter, das ist für uns sehr, sehr, sehr relevant, denn gleich ist eine Runde mit dem Schiff über den Zaubersee. Genau deswegen bin ich auch hier. Und das ist gerade, wir sind jetzt hier auf dem Damm. Da ist auch die Schiffsanlegestelle und du gehst einmal hier runter bis nach Ammecke. Dort gibt es auch einen Supermarkt. Geldautomaten und natürlich auch Restaurants, Bäcker. Und der Zaubersee liegt hier in der Stadt Sundern und das Ortszentrum liegt hier südlich vom Zaubersee. Und hier kann man auch so sehr, sehr schön eine Runde E-Bike-Tour machen. Natürlich auch mit dem normalen Fahrrad, das ist auch eine Übersichtskarte hier von der Region. Und hier kann man so auch schon so ein Elektrofahrzeug laden. Hier von der BAC an der Landschaft der Erwärmungsenergie. Und geht jetzt hier unter den Seen. Unten steht auch schon Wohnmobile. Dafür für Wohnmobile gibt es hier einen separaten Bereich. Kostet natürlich auch Abschnitte. Kostet auch eine Wohnmobile. Kostet auch etwas. Und hier stehe ich ja auf der so Plattform. Da ist der Damm und jetzt ist die Bühne und da ist aber schon der Zaubersee. Der Zaubersee, der tiefste See hier in der Region, ist auch eine Informationstafel. Und da ist auch eine Freilichtbühne, die finden wohl im Sommer Konzerte statt, da kann man sich auch hinsetzen. Und dann auch ein Basketballchor, sehr, sehr, sehr schön gemacht hier und auch modern. Und hier kann man auch auf die Flügel oder die Flügel,
Bahnhofsstation. Hier ist eine Fahrräder. Und hier ist der runter. Jetzt so. Anlegestück. Frühlingsfest, Sonntag, 14. April. Das müsste morgen sein. Das ist jetzt morgen, ja. Der Zoppedampf aus und da oben ist das Wasserkraftwerk und der Zoppesee dient als Trinkwasserspeicher quasi für die Umgebung, sprich Zoppedampf, Arnsberg und noch viele weitere Orte. Und da unten und auch auf vier Seite ist der Ausblick eher traumhaft. Natur pur. Und hier an der so Promenade vor der Parkung sogar 2 Euro pro Stunde, das hat aber 3 Stunden. 3 schon kostet 6 Euro. Und jetzt haben wir auch mit Münzen oder mit einer EEV-fähigen Karte zahlen, die ja übrigens schon eine EC-Karte bezeichnet wird. Obwohl nicht alle, sondern wo eine EC-Karte, das ist nicht mehr unterschöpfen. EC-Karte gibt es ja eigentlich gar nicht. Nehmen wir heute so Döbel. Wie heißt heute so Döbel? Apple-Karten. Und das wurde nicht unterschöpfen, aber Elektrofahrzeuge 3 Stunden lang kostenfrei parken. Eigentlich nur mit einer E-Kennzeichnung oder mit einer E. Aber ich denke, dass auch die ausländischen E-Kennzeichen anerkannt werden. Zumindest geht es so in der Straße und Verkehrsordnung. Oh, jetzt ist es wirklich sehr schön hier. Da hinten gibt es noch ein paar Restaurants, noch Imbissbuden. Aber 2 von den 3 Buden akzeptieren keine Kartenzahlung. Und hier, ich habe hier ist ja auch kein Geldautomat gesehen. Und hier war man im Kiosk. Wie heißt der Bistro? Ist das jetzt hier ein Lost Place oder? Keine Ahnung. Ist das ein Lost Place? Sieht so aus. Nee, das ist kein Lost Place. Aber doch hier schon, diese Bereich, aber nicht gleich da hoch. Nein, das ist auch ein bisschen. Das ist ja wirklich ein Lost Place. Die am Zoppesee. Einer der so billigsten Touristenorte hier im Sauerland. Aber ich stehe nur bis zum Zaun. Das ist wirklich sehr spannend. Alles ist ja so gewuchert. Ich muss mich da reinwerfen. Sieht hier komplett verlassen aus, eben Lost Place. Mit einem wunderschönen Seeblick. Das ist ein Berg.
Fluss rein, hier von der Eichhörner Landschaftswaldbahn nach innen zu in der unmittelbaren Nähe mit dem Vorbissee. Das fahren wir so ab. Und bei Neumarkt und von Markenhof, Körbecke. Teilweise fahren die Busse bis also Körbecke durch am Wochenende. Körbecke liegt hier am Möhnesee. Da sind die so direkt verbunden, aber die fahren nur bis selber. Samstags fährt der so erste Bus hier. Erst um 6.02 Uhr und das ist auch der letzte. Und der Freizeitbus, der fährt ja nur am fährt nur vom 1. Mai bis zum 3. Oktober, sprich in der Hauptsaison. Der Freizeitbus, sonst fährt der einzige Bus hier wirklich nur um 6.02 Uhr. Negativ überrascht hier. Und Montag bis Freitag sieht das so aus. Von wegen zwei Stunden Tag. Es hat nur ein einziger Bus hier zurück. Aber hoffentlich fällt er auch nicht aus. Ich hoffe nicht.